Ich nehme auch für Ah, jeden ja, du was. liebe Freunde, heute gibt's mal So, ein was haben wir denn bisschen Schönes? anderes Rocket League Daily Hauptsache nichts Ranking und Gemeinsames, zwar das mit ist alles Freunden, gut. beziehungsweise Okay, ich war erst mit zu dritt aber mit Steven und Sebastian. Marvin und Sebastian. dabei unterhalten wir uns noch Ich nebenbei ein weiß, du bisschen so über arbeitest noch YouTube acht und was Stunden, sagt sonst jetzt so nur, dass passiert du einfach noch 9 und Stunden danach noch nur Freizeit noch mit Marvin, weil Steven leider keine jetzt Zeit mehr arbeitest. hatte. Jesus Ich Christ, hoffe, ihr Alter. habt auch damit Hier, Spaß und ganz los viel Spaß. geht's! Ja. Mit Notieren und welche Stellen du, das notierst du dir alles auf Zetteln und sowas und bla bla Kommt doch bla. an, was für ein Video. Anfahren. Ganz Ah, sehr normales gut. Random-Video. Das sind die geilsten, die am meisten Ja. Also so 6 Stunden waren eigentlich Standard so. Ja. Okay, das mit dem Notieren spare ich mir. Ich schneide das immer direkt in meinem Programm. Ich gucke mir auch die Vorschläge und Programme an. Sag nur, ich habe an einem Video. Das ist ein bisschen Oh schwierig, nö! Das war jetzt gerade nur so eine Frage nebenbei. I saved! Ja. Den ja. Verkackt. Aber es war schon irre, also mit dem Schneiden, genau wie bei DayZ. Wobei bei DayZ ist es sogar noch relativ einfach, wenn du da Momente schneidest, weil ein DayZ-Moment, wenn du da mal wirklich so eine Szene hast, die geht da mal locker 6 Minuten. Beziehungsweise erinnerst du dich wahrscheinlich dran, was du einen Tag über in DayZ gemacht hast. So, ja. Von der Handlung her. Bei Ja, LOL genau. ist halt ein Genau, Spiel. bei LOL ist so ein Game mal eben ganz schnell fertig. So. Und ach, da ist so ein Moment, da hast du mal einen geilen Moment aus einem Game rausgeschnitten. So, und dann sind das nur 25 Sekunden. Und du stehst da und denkst dir, okay, wie kriegst du jetzt die 4 Minuten voll? So. Aber ich hab da aber auch extra mit Leuten gespielt und dann auch aufgenommen und dann so abgesprochen eben. Ne? Wir haben zum Beispiel Nunu Galio Combo, habe ich herbe oft auf der Bot gespielt. Weil es Nunu einfach. Galio? Weil das todestrollig ist. Ab Ulti hatte jede Botlane gegen uns verloren. Weil ja, er weil einfach du eine Insta Flash-Ulti, gibst. Flash-Ulti beide und dann. Ja. Die Nunu Ulti durch und Nunu kriegt immer die Kills. Immer. Und das hat geklappt und da habe ich auch so ein Video mit schönen Musik reingeschnitten in dem Moment auch, wo der Drop dann kommt. Das ist schon ziemlich cool gewesen. Das hat auch voll Bock gemacht. Oder wir haben dann Akali Diana auf der Bot gespielt. Und dieser Ezreal kommt in den Busch rein und er hat, glaube ich, 1,5 Sekunden überlebt. Ja, ehrlich, sein Leben ging schon full life. Das war keine 2 Sekunden, er war sofort tot. Das war lächerlich. Wir haben so und so kaputt. Man hört uns da auch noch geiern. Oder wo ich mit Ezreal über eine Wand springe und auf einmal pulse 3 Flashes und du hörst mich wirklich 5 Minuten lang nur noch totlachen, Alter. Weil du einfach zurückflashst und alle stehen auf dieser Seite und keiner kommt zu dir wieder. Das ist einfach so geil. Tja. Greediness. Und du machst nur Rocket? Ich mach Rocket League. Ich mach Daily Ranking eigentlich und da mache ich momentan Rocket League, Counter-Strike und Atlas Reactor, wenn Atlas Reactor wieder oh. live ist. Oh lol, da war zu fest gut. Atlas Reactor ist live. Nicht mehr PoE ist live? Nee, das Ranking war zwar noch angeschaltet, aber es hat keiner mehr gespielt und jetzt am 31. ging wohl die neue Season los. Da kann ich dann wieder anfangen, Atlas Reactor zu spielen. Ach so. Ja, das schade, dass ihr nicht mehr so PoE aktiv zockt, weil ich habe das einfach nur nicht mehr gezockt, weil ich keinen Bock mehr hatte, so alleine zu zocken. Au! Weil ich bin gerade so 60 geworden, so 61 oder so. Ich war gerade so auf dem Level, da läuft's langsam. Ich würde schon, ich habe das irgendwie die Zeit nicht gerade. Ja, kenne ich. Ich habe auch andere Games und so. Mhm. Oh Mann, ich konnte mich nicht. Oh, jetzt habe ich mich ganz kacke gedreht. Das war so dumm, ja. Ich hätte driften sollen. Ja, wollte ich gerade sagen. Das habe ich einfach nicht gecheckt. So erstmal guck ich, wie ich da im Kreis fahre, da bleibe ich da kleben und denke, nein. Ja, dumm gelaufen. Egal, 2:20 Uhr noch Zeit. PoE kann ich mal wieder machen, wenn ich keine Prüfung mehr habe oder so. Dann Marvin, du musst oh. anfahren. Ich wollte sagen, warum fahre ich an? Hab's verkackt. Schande über mich. Ich bin hinten. Wir müssen eh mal wechseln. Ich bin hinter oh. dir, Marvin, sogar noch. Okay. Na, komm ich nicht dran. Pff. Aber ich. Nice. Nehme ich. Bin Mitte. Vorlage kommt. Oh. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Oder gehe ich mal in Vorlage und hab's nicht mitgekriegt. Oh, schau. Schön, schön, schön. Machst du. Oh, den nehme ich. Oh, den hätte ich sogar gekriegt, ey. Sau. Oh, fuck. Dem ich kannte. Okay. Bin hinten. Oh, ich hab ihn gerammt. Ich hab ihn gerammt, das hat gereicht. Er hat ihn nicht ja, getroffen. Ja, aber der nächste hat dann nochmal über mich gelupft. Wäre auch zu einfach. Oh. Uiuiui. Okay. Schön abgewehrt. Der, war, der kam echt richtig böse. Den habe ich irgendwie verspringen lassen. Oh. Erwischt. Ben. Bleib hinten. Ja, aber den krieg ich nicht weit genug rum. Mitte? Versuch's. Ach nee, krieg ich nicht.
Ein bisschen zu weit geschossen, oder? Ja, nee, ich krieg's. Er kommt nochmal Mitte! Boah, nein, 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 nein. Yes. Im Tor. Nein. Schön. Sorry. Ich stehe ja ein bisschen jetzt vor dir im Tor. Nice, endlich. Ah, verdammt, zu weit und genau übers Tor. Musst du wieder raus, Marvin? Achso, Stevenson. Ihr könnt doch weiter raus. Hör ich. Alles gut. Bin gerade hinten. Im Tor. Ah, verdammt. War ich ein Tick zu schnell. Na. Oh nein. Der plumpst. Nein! Wie sie alle ihn nach oben halten. Das sind doch Unterfall, die fucking Overtime. War eh nicht mehr vom Tor. Ist egal, ist witzig. Was ich alles schon erlebt habe, ne, wann wir noch ein Tor geschossen haben, ey. Wir haben im Zweifel schießt der Gegner aber auch so ein dummes Tor. Das war sehr gut gewesen. Wenn der Gegner noch ein Tor schießt. Wenn es lustige, gute Tor ist, dann ist doch schön. Ich krieg eine Parade. Bonk. Lol, zwei Paraden? Ja, wenn er nochmal dagegen gedrückt hat, hat er auch zwei Torschüsse bekommen in dem Moment. Boah! Der kam zu fix für mich. Hup. Oh. Im Tor. Ah, gerne drüber. Mit dem Tor. Oh, nein. In die falsche Richtung. Ne, war Vorlage für Ben. Was? Alles calculated. Nein. Ob das so calculated war, weiß ich nicht. Sah nicht so aus. Oh, da bist du. Okay. Ja, ja. Au. Ich hab gesehen, die beide preschen nach vorne. Oh, schön. Och, nö. Jetzt sitzt hier noch einer im Weg rum, ey. Schon wieder hinten. Ich geh ins Tor. Jesus, ich verkack die Bälle irgendwie. Nein. Nein. Gut. Oh, der kommt schön. Eine Theorie, ja. Ah! Boah. Ah, die Ratte. Die quetschen ihn einfach des Todes. What? Okay. War doch nicht verkehrt. Ja, ja, ich hab nichts gesagt. Ich dachte ja, du spielst ihn jetzt vor unser Tor und deswegen. Oh, schade. Oh nein, der ist heiß. Na! Nice. Ja. Da ist er noch. Zwei Minuten Nachspielzeit, ich fass das nicht. Ey, ich habe letztens fünf. Wie wir alle, ich stehe einfach nur dem Gegner im Weg. Der rammt mich immer wieder. Sehr gut. Dragon? Ja, der Random hat geschrieben, Spyro ist in Dargon. Er wollte Dragon schreiben, aber Dargon. So. Tippfehler gehabt. Ja, yeah, Dargon. I mean Dagon. Seit wann spielen wir nicht auf meinem Level? Hast du Bock mitzumachen? Wir hätten doch theoretisch auf meinem Level spielen müssen. Keine Ahnung, ich bin des Teams unranked. Ja, ja, aber normalerweise wird das höchste, die höchste Bewertung genommen. Ich hab noch Bock auf einen Rumble, dann bin ich erstmal raus. Es ist irgendwie random, man bin das denn. Den Pegel umstellen, wann nicht. Ich verstehe es nicht. Also, ich verstehe es ernsthaft nicht. Ich habe noch kein System gefunden, ob es irgendwie daran liegt, wenn ich über ein bestimmtes Programm meine Lautstärke regle oder was. Keine Ahnung. Oder ein bestimmtes Programm starte, man weiß ja nie. Ja, nein. Es sind ja keine Programme, die ich so unregelmäßig starte oder dann aber doch so häufig sozusagen. Oh, keiner am Tor. Da gehe ich mal ins Tor.
Nö, dann musst du die mit dem Random vorne rumschlagen. Meiner. Bin ich im Tor. Hey, warum hab ich jetzt einen Jugger gekriegt? What the fuck? Ich mach einfach einen Kick, krieg einen Jugger. Ja, ist genau wie Windows 10, der einfach die Pegel umstellt. Man weiß auch nicht, wann das passiert. Dann muss ich irgendwie dreimal in der Luft getroffen haben. Oder sowas. Sonst ergibt das keinen Sinn. Ich fahr mal zurück, ne? Mhm. Nee. Hab mich nicht gut positioniert. Fliegball! Da ist niemand im Tor bei denen. Ja. Oh fuck. Du hast dich durchgeleckt, das hab ich eindeutig gesehen. Nee, ich hab mich weggedreht. Das kann sein, dass es bei dir komisch aussah, aber ich hab mich einfach nur weggedreht. Save! That epic save! In die Wand gedrückt. Ich hab keinen Boost mehr. Dann hol dir welchen, an der Wand ist welcher. Jetzt nicht mehr. Andere Seite auf der Wand ist welcher. Kann ich fahren? Jetzt ist es günstig, wie du fahren kannst. Hulalala. Ich bin defensiv, ne? Also ganz spannend. Oh, was macht denn der Random da? Der boost einfach mal da oben lang. Sehr schön. Weg. Der kommt in die Mitte, theoretisch, so ein bisschen. Oh, schade. War eine gute Idee. Oh, hat nicht ganz geklappt. Ja, aber da waren halt zwei Leute in der Luft, die den Ball geblockt haben. Nix da. Schön. Ach nö. Ach nö. Ach, jetzt flippt doch wieder. Der Random ist weg. Jetzt ist er wieder da. Ich dachte, du nimmst den zweiten Ball dann. Ja, ich stand da doof ganz für. Zurückfährst, wo irgendwie. Oh fuck. Ich hasse diese Dinger, die so runterdroppen. What the fuck? Wo kam der denn daher? Niemanden fliegen sehen. Bin im Tor. Sorry. Aber ich glaube, du wärst eh nicht eher dran gewesen. Nee. Hubala. Ups. Ups. Oh, nicht gut, der fällt noch aufs Tor. Den hat er noch an mir vorbeigedrückt. Hab ich da ein bisschen gefehlt. Du hast zwar doppelt gefehlt, du hast ja nochmal dahin gespielt. Ich dachte, es wäre der Gegner gewesen. Ja, Doppelfehl. Ich spiele den zweimal vor unser Tor. Den hab ich so lucky abgeblockt. Boah. Aber der war kaum noch gar nicht so schnell. Nix da. Komm schon, Random. Ach, verdammt, da bin ich zu weit weg. Muss mal kurz zur Seite, sonst hätte ich ihn rausgespielt.
Komm schon! Oh. Ich mache immer die Vorlage und dann ist keiner da zum Abnehmen direkt. Ja, schade. Muss ich jetzt mal sagen, du hast es uns versaut, ne? Ja, eindeutig. Mit dem wollte ich so nicht annehmen, aber es ist irgendwie mit dem Nase gefallen. Doppelpass vors eigene Tor. Aber ich darf es mir auch erlauben, ich bin das Schlechteste aus dem ganzen Game hier. Aber anscheinend nehmen sie jetzt doch wieder den Durchschnitt in der Bewertung, ne? Ja, weiß ich auch nicht genau. Das war doch aber auf jeden Fall schon mal anders. Das war mal anders, ja, definitiv. Also es war am Anfang die Durchschnittsbewertung, da haben wir uns aber aufgeregt, dass es nicht funktioniert, dann haben sie die höchste genommen, jetzt sind wieder der Durchschnitt oder was? Oder vielleicht machen sie es so halb-halb. Wenn der Durchschnitt bei allen nah dran ist, dann nehmen sie den Durchschnitt, ansonsten nehmen sie den höchsten. Komisch. Vielleicht macht das ja Sinn. Komisch. Jetzt nur bei Ausreißern sowas machen. Keine Ahnung. Wird Sinn machen. Ich hasse diese Map. Und wir spielen gegen ein Dreier-Team. Ich nehme den. Oh nein. Den wollte ich anders nehmen. Ja, diese Map ist irgendwie mit diesen. Die Schrägen sind irgendwie so ein bisschen sehr komisch, finde ich. Du machst irgendwie diese sehr, sehr leichte Kunst-Eckpunkte. Verdammt. Bin im Tor. Oder geh Richtung Tor. Meins. Ach. Was hat mir dieses blöde. Jumpen sparen. Oh, da haben wir ja fast alle durchgelassen. Sehr gut. Bin im Tor. Random auch. Jetzt fährt er wieder zu euch vor. Zu dir. Hui. Oh, der ist natürlich schick. Hast du gesehen, was die gemacht haben? Ich habe nur gesehen, dass ich den gedrückt habe. Dann habe ich nicht mehr gesehen, was passiert ist. Ich stand da zwei gegeneinander, haben sich beide die Nase gegen Nase gestellt. Nice, deswegen sind die auch nicht. Ich bin einfach reingefahren, hab einen getötet. Ich gesagt, so geht, kommt auseinander, ja. Vor allem, wenn es halt noch das eigene Team ist, mit dem man sich blockiert. Ja, schon sagt, der Kullert da jetzt nicht rein, das wäre peinlich. Nee. Ups. Den habe ich etwas verlängert. Tut mir leid. Hätte man zwar eigentlich nur hochspringen müssen, aber der kam ein bisschen doof. Ja, ich habe ihn nicht richtig gesehen. Aber der ist auch cool, ein bisschen komisch. Das war das Problem, dieses Problem mit den Ecken, die sind so. Aber die lenken ihn immer genau aufs Tor drauf. Der ist ja eigentlich nicht mal auf die Ecke gekommen, der ist ja noch auf die gerade Seite gekommen. Und fliegt halt trotzdem Richtung unserem Tor. Das finde ich das Komische. Ja, weil die sind haben so einen Winkel, dass das irgendwie alles aufs Tor geht. Zumindest fühlt es sich so an. Och, wow. Irgendwie, hast du mich mitgenommen oder war das da random? Nee, es war doch einmal gestoßen und dann. Ja, wir haben uns gegenseitig mitgenommen und dann stand ich. Die Rückwärtssaal, die sollte ich halt wirklich sein lassen. Da sollte ich wenden. Oder mich zumindest querstellen, anstatt ein Rückwärtssalto zu machen. Okay. Und da kam wieder eine Vorlage. Leider hat ihn wieder keiner nehmen können. Ich fahr mit vor. Und blieb mit einem Tor, zwangsweise. Ja, du musst gar nicht so defensiv sein gerade, ne? Ne, ich wurde hingekegelt. Nein, Gott. Ich hab ihn gerettet! Der wird draufgegangen! Ach, verdammt. Fuck! Nein! Schon wieder so ein Ding.
Ach, verdammte Kacke. Ich bin nicht schnell genug am Ball. Ich leg die mir zu weit vor in vielen Fällen. Oh, da krieg ich eine Nachricht. War nicht zu überhören. Ich weiß. Handy liegt ja auch direkt neben mir. So. Macht natürlich viel Krach. Macht halt mal kurz Bling. Krach, sag ich dir. In die Mitte. Ja. Nur irgendwie können die Gegner meine Vorlagen besser verwerten als das eigene Team. Das ist ein bisschen kacke. Zumindest kommen da eindeutig die gefährlicheren Bälle raus. Ach nö. Wieder Mitte. Hoher Ball. Lange. Und er fliegt. Wir sollten ansagen, wenn wir da rangehen zusammen. Ach komm schon. Wir müssen uns angreifen. Erst will er nicht fliegen und dann fliegt er los, wenn ich abspringe. Schade, das wäre schön gewesen. Nein, das wäre ein richtiger Glücksball gewesen. Hammerson, warum kommst du da so komisch an? Ach, steht schon genau richtig. Komm schon, Hammerson! Schade. So, jetzt muss ich mal gucken, was hier auf meinem Handy für eine SMS ankam. Okay.